Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir haben noch ein kurzes Video für euch und zwar ein Update zur Car2Al, zum Shian Scout, die ja jetzt im PTU 2.3 Flight Ready geworden ist. Wir befinden uns immer noch im PTU. Das bedeutet gleich von Anfang an gesagt, wenn diese Episode online kommt und wenn ihr sie sehen könnt, könnte es sein, dass der Patch unter Umständen schon live ist. Wir können das immer nicht so genau voraussagen und dass sich wieder was getan hat. Aber wir wollen auch den Zwischenschritt auf jeden Fall zeigen. Und da hat sich nämlich einiges getan an dieser wunderschönen Shian Scout. Und zwar wird man als allererstes sehen, dass sich die Thruster jetzt nicht mehr, also sprich die Flügel, nicht mehr so wild hin und her bewegen. Wir sehen jetzt, wenn ich das Schiff jetzt drehe, rolle, wir haben jetzt ein echtes Thruster Movement. Das bedeutet, wir sehen jetzt tatsächlich, wie sie sich korrekt bewegen. Wir haben jetzt tatsächlich die Möglichkeit, hier genau nachzuprüfen, wo es hingehen soll. Übrigens, ich befinde mich bei Yela gerade im Cruise Speed. Das heißt, ich habe tatsächlich den Cruise Speed aktiviert und versuche euch das jetzt hier mal so ein bisschen zu zeigen, wie das Schiff jetzt sozusagen von außen aussieht. Wir wollen euch, wie gesagt, ein Update geben zu dem, was sich jetzt hier alles schon getan und verdreht hat bei der wunderschönen Car2Al. Die Flügel sind jetzt also mehr oder weniger stabil. Ja? Die sind also tatsächlich in ihrer Art relativ festgelagert, die verändern sich beim Abheben und beim Landen nochmal, aber an sich ist es so, dass tatsächlich die Thruster da drin sich umdrehen und verdrehen. Das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, wenn man sich das jetzt mal so anguckt, wie das Schiff sich jetzt hier selber sozusagen ausrichtet und wir auf diese Art und Weise eine sehr, sehr schöne Ansicht bekommen, wie sich dieses Schiff im Flug denn dann wirklich verhält. Also es ist viel Arbeit gemacht worden an der Car2Al an sich. Ich werde jetzt mal versuchen, dass wir noch so ein bisschen wieder in Richtung Sonne drehen, damit wir euch das Schiff sozusagen mal ausführlich angucken könnt. Außerdem sind inzwischen natürlich auch die Sounds mit drin. Das ist auch inzwischen viel besser geworden. Es hat sich auch im Cockpit was getan, da gehen wir gleich nochmal hin. Aber vorher gucken wir uns nochmal dieses Spiel der Thruster hier nochmal genauer an in dieser Variante. Also, dass man sich das wirklich anschaut, wie sich dieses Schiff inzwischen verhält. Das ist jetzt übrigens PTUC-Patch, der ist relativ frisch, der ist relativ neu. Hier sieht man also sehr gut, dass schon über das PTU sehr, sehr viel getan wird. Damit das dann für den Final Release, also für den Live-Release von diesem Patch eben sich alles verbessert. Und man also sieht, dass da viel Arbeit reinfließt. Ja, viel Arbeit fließt, wie gesagt, auch ins Cockpit. Das Erste, was wir sehen, ist jetzt also diese Radaranzeige hier, diese Radarsphäre in diesem knalligen Rotton. Wir sehen auch, dass wir hier an die Scheibe sich doch einiges getan hat. Das heißt, wir können uns ziemlich genau sehen, dass da jetzt Texturen auf der Scheibe drauf sind und dass das ganze Schiff sich jetzt deutlich mehr fertig anfühlt, als es das noch beim ersten Mal war. Das wollten wir uns euch auf jeden Fall zeigen. Auch zum Beispiel, dass man jetzt wirklich ganz, ganz klar erkennt, welche Richtungen wir angeben und wie sich da entsprechend die Thruster zu positionieren. Es ist sehr schön zu sehen hier, finde ich. Das wollten wir euch auf jeden Fall nochmal präsentieren, damit ihr der unfertige Eindruck von der Shian Scout nicht bleibt. Was wir euch auch sagen können, ist zum Beispiel, dass das HUD sich verändert hat. Also wir haben jetzt tatsächlich hier in der Mitte keine Angabe mehr. Wie im normalen hat sozusagen, was den Cruise Speed, den Thruster und sowas eben angeht. Das gibt es hier jetzt nicht mehr. Die ist tatsächlich verschwunden. Wir haben nach wie vor diese beiden Sphären, über die wir hier das Schiff steuern können sozusagen, die uns auch von unseren Usern schon in gewisser Weise benannt wurden als Plasmakugeln, wie auch immer. Und was dann besonders abgefahren ist, ist, wer genau darauf achtet, der sieht, dass sich versucht, ein anderes HUD dadurch zu versuchen durchzubrechen. Das ist ähnlich wie bei der Glaive oder bei der Scythe. Da versucht sich ja das Vendul HUD durchzusetzen und hier ist es ganz ähnlich gemacht momentan. Hier versucht sich sozusagen das Shian HUD, also das blaue HUD der Shian sozusagen durchzusetzen gegenüber dem, was von den Menschen hier gemacht worden ist. Ich gehe jetzt mal raus aus dem Cruise Speed hier und werde mal ein bisschen die Manövrierfähigkeit nochmal testen. Also das bedeutet, wir gucken uns das jetzt nochmal genau an. Das Problem ist, ich sehe allerdings tatsächlich momentan keine Anzeige, ob ich jetzt mich im Cruise Speed oder im tatsächlichen SCM befinde. Das sehe ich jetzt tatsächlich nur an der Manövrierfähigkeit. Ich rolle sehr, sehr schnell. Eindeutig zu sehen, dass es auf jeden Fall gut funktioniert. Ich habe auch eine sehr, sehr gute Drehrate. Das sieht man auch. Das Schiff kommt sehr schnell wieder auf Kurs, wenn man sich jetzt mal den Line-of-Sight-Indicator anguckt. Der wandert sehr, sehr schnell. Dafür kommt auch der G-Lock unter Umständen relativ schnell. Also das muss man auf jeden Fall mit einberechnen.
Wenn ich jetzt die Thruster mit dazu nehme, bin ich auf jeden Fall auf einer sehr schnellen und wendigen Art unterwegs. Was mir jetzt tatsächlich fehlt, vielleicht findet ihr das, vielleicht könnt ihr mir das sagen, wo man das hier findet, wenn ihr selber eine Scout habt, ist tatsächlich die Angabe zur Geschwindigkeit. Die habe ich jetzt hier nicht drin. Ich weiß nicht, wie schnell das Schiff jetzt aktuell gerade ist. Ich sehe auch nicht, wie viel Afterburner oder beziehungsweise Boost Fuel ich jetzt hier verbraucht habe. Das habe ich tatsächlich nicht in der Anzeige. Vermutlich wird es noch nachgeholt in irgendeiner Form. Es sei denn, die Shian interessieren sich nicht für ihre Geschwindigkeiten. Das glaube ich aber nicht. Da wird es bestimmt noch andere Möglichkeiten geben, beziehungsweise wird sicherlich noch Erweiterungen geben, wie man das Ganze sich dann auch wirklich anzeigen lassen kann. Es ist eine sehr, sehr schöne Art geworden, wie das Schiff inzwischen fliegt. Ich bin davon überzeugt, dass es ein sehr, sehr manövrierfähiges Schiff wird, dass es im Dogfight sehr interessant wird zu erleben. Denn diese Art und Weise zu fliegen ist tatsächlich eine Möglichkeit, wie man hier sehr, sehr schnell sozusagen unterwegs ist, sehr, sehr manövrierfähig ist. Und wenn man sich anguckt, was das für eine kurze Wenderate hat durch diese kugelgelagerten Thruster und Main Thruster, dann sieht man schon, dass es dem ein oder anderen Jäger durchaus ebenbürtig, wenn nicht gar sogar überlegen sein kann. Und was wir jetzt noch machen, ist, wir fliegen mal zurück nach Port Olisar. Ich zeige euch nochmal die neue quasi Quantum Drive Animation, die jetzt auch verfeinert wurde in diesem zusätzlichen PTU-Patch. Da könnt ihr euch also darauf freuen, wenn ich jetzt den Weg hier zurückfinde. Es ist etwas wackelig, ich gebe es zu. Aber hier will ich hin, genau, Port Olisar, zack, auf geht's. Denn die ist echt, die sieht echt scharf aus jetzt. Wusch, ja, guckt euch das an, das ist doch abgefahren, diese Animation, also ich bin total verliebt, finde das ganz, ganz großartig, wie das jetzt hier aussieht und wie das dann so auftaucht. Man hat das Gefühl, in den Planeten quasi reinzurasen, aber nichtsdestotrotz sieht es einfach irre aus und wir werden uns jetzt nochmal gleich die Animation angucken, sozusagen im Start und in der Landung von dem Schiff selbst. Damit wir sozusagen mal gucken können, wie wir hier, wie sich das Schiff dann so dreht und wendet. Dazu werde ich mir jetzt mal eine Landeposition suchen. Ich kann nur sagen, ich bin sehr, sehr überzeugt jetzt aktuell von dem Design an sich, auch von dem Flugdesign sozusagen von der Cartual selbst. Finde die unglaublich hübsch, Ich finde immer noch, dass sie sehr schwach bewaffnet ist. Das muss man halt mit einberechnen. Es ist ein Scout, es bleibt ein Scout, es bleibt ein quasi kleiner Jäger. Der nur dafür gemacht ist, dass man eben schnell irgendwo hinkommt, schnell wieder wegkommt und dazu eben sozusagen die Möglichkeit besitzt, trotzdem einen guten Überblick zu haben und vor allem eben viel Manövrierfähigkeit. Ja, das muss man eben wissen. Wir gucken uns jetzt hier das nächste Landing Pad an. Genau, da unten ist eins. Und werden uns jetzt mal hier auf die Landung vorbereiten und damit ich euch noch mal ein bisschen die Außenmanövration zeigen kann. Die es dafür gibt. Genau da, eine Landeanimation gibt es inzwischen auch schon, im Cockpit zumindest. Wir gehen jetzt aber mal in die Außenansicht und versuchen das Ganze mal vom Außen, von der Landung anzugucken. Denn das letzte Mal, als ich das probiert habe, bin ich ja tatsächlich dabei, ist das Spiel gecrashed. Mal gucken, ob es diesmal genauso wird oder ob wir die jetzt die Möglichkeit haben. Ha, und da animiert sie schon. Da seht ihr, wie sie die Form verändert. Quasi insektoid, finde ich, muss man wirklich sagen. Gerade vor der hellen Silhouette sieht man das jetzt sehr, sehr gut. Sie tatsächlich verändert die Silhouette komplett. Ist ein komplett anderes Design inzwischen. Auf diese Art und Weise sieht man eigentlich sehr, sehr schön, wie dieses Schiff sich wirklich, wie ein Insekt quasi zusammenfaltet. Finde ich total geil, muss ich ehrlich sagen. Die automatische Landung habe ich eingeleitet, sodass man jetzt quasi sieht, wie sie dann ihren Platz sucht. Und man wirklich ein völlig anderes Design hat als zu dem, wie sie dann eigentlich im Flug aktuell sich verhält. Kann man wirklich ganz gut ablesen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob diese manuelle Landung hier wirklich, ob die automatische Landung hier wirklich funktioniert oder ob ich das Ganze nochmal manuell machen muss. Werde jetzt also nochmal einfach runterstraven und versuchen, das von Hand zu machen, wenn es denn will. Will es nicht. Was ich total cool finde an der ganzen Sache tatsächlich ist, wenn man, das wollte ich euch eigentlich noch zeigen, wenn man tatsächlich... Komme ich jetzt runter? Komme ich jetzt nicht runter? Nö. Ich sehe leider tatsächlich auch nicht, ob ich einen Landemodus ausgewählt habe, also welchen Modus ich jetzt tatsächlich ausgewählt habe für die Landung. Ist also nicht ganz einfach hier zu finden, aber da wird sicherlich noch was getan werden dran, um das ein bisschen zu optimieren, um diese Art und Weise auch im hat irgendwie darzustellen. Da bin ich sehr gespannt, was sie sich da einfallen lassen.
Ich jedenfalls habe jetzt den Landemodus einfach nochmal deaktiviert. Gehe jetzt nochmal, versuche jetzt nochmal reinzugehen und das Schiff sozusagen dann auf die Landung vorzubereiten. Jetzt einfach mal abzusetzen hier auf dem Landepad. So, zack. Ah, war nicht ganz sauber die Landung. Müsst ihr mir in dem Fall verzeihen. Das ist wahrscheinlich ein PTU-Fehler. Das funktioniert noch nicht so richtig. Ich werde jetzt nochmal einmal aussteigen, mir das Schiff nochmal von außen angucken. Wie es denn inzwischen aussieht, da hat sich nämlich auch ein bisschen was an den Texturen getan. Es ist sehr viel eindeutiger inzwischen, sehr viel besser zu sehen hier alles. Er hat eine schöne Farbgebung inzwischen und man sieht also hier gerade, finde ich, diese Füße hier sozusagen, die Landefüße, finde ich total geil, finde ich super gemacht, ehrlich gesagt. Und für alle, die also Fans von Alien-Design und Alien-Schiffen sind, finde ich, ist das auf jeden Fall sehr ausgefeilt inzwischen, sehr cool gemacht. Und bevor ich jetzt noch zu einer weiteren Runde aufbreche, will ich euch jetzt noch einmal beim Einstieg zeigen, wie dieses HUD sich aktiviert, also das heißt, wie es sich aufbaut, ist nämlich auch tatsächlich anders und sehr ähnlich eben diesen, wie gesagt, schon diesen Vendul-Schiffen. Finde ich total cool gemacht. Jetzt achtet mal darauf, wenn das HUD sich hochfährt. Jawohl! Kennt man schon, wenn man mal eine Glaive geflogen ist oder eine Scythe. Wird auch noch individualisierter werden, haben sie gesagt. Also es wird auch noch ein bisschen mehr Shian-mäßig werden, als es jetzt aktuell ist. Momentan benutzen sie eben ein Modell, was der Scythe relativ ähnlich ist. Aber das wird sich auch noch ändern. Und jetzt zum Abschluss fliegen wir nochmal ein Stück nach geradeaus und gucken uns nochmal an, wie dieses wunderbare Schiff sich entfaltet und aufrichtet. Und da sind wir. Jawohl. Und da ist sie bereit für den nächsten Erkundungseinsatz, den wir jetzt hier machen. Auf geht's, ab in die Sonne sozusagen. Und ich verabschiede mich jetzt hier für diese Episode mit diesem kleinen Update zu der Kartual. Das wollten wir auf jeden Fall gesagt haben. Wenn ihr euch das gefällt, dann liked dieses Video und schreibt auf jeden Fall eure Kommentare drunter. Abonniert den Channel, wenn ihr up to date bleiben wollt bei Star Citizen. Und wenn ihr uns persönlich unterstützen wollt für unsere Arbeit, die wir hier für Star Citizen und die deutsche Community machen, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil. Dort könnt ihr uns als YouTube-Creator vor allem persönlich unterstützen. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns alle auf den Live-Release und Sawyer verabschiedet sich von euch mit dieser Episode mit einem See you on the Flight Deck!